200 Puls, ja. Von der Aufregung, dass ich wieder eine kaputt mache. Ja, man traut sich das sogar nicht richtig festziehen. So halb handfest, häng es ein, rechts aus und dann schlage ich nochmal nach. Man sieht, dass es eben unter der Spannung gleich wie die Scheibe zerreißt, ne? Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Samstag und ich habe heute die Möglichkeit, dass ich draußen mal ein bisschen was arbeite, denn ja, die Zeit zum Umzug ist knapp. Meine Liebste vertritt mich heute im Hofladen beim Norbert. Dafür schon mal vielen Dank auch auf der Stelle hier. Jetzt habe ich gerade den Polaris angeschmissen und wie ihr seht, ist hier der erste Schnee gefallen und wir haben Frost. Nachdem wir jetzt die Bullen versorgen müssen und wir bei Schnee hinten im Schlepper den steilen Matschhügel im Wald nicht mehr runterkommen, fahren wir jetzt zur Weidekontrolle einfach auf den Polaris einen Heuballen mit und fahren dann mit dem Schlepper außenrum auf der Dorfstraße hinterher und können dann vor Ort dort den Ballen einlagern, weil ein Ballentransport im Manitou vorne drauf ist jetzt nicht ideal und wie gesagt, den Hang kommen wir jetzt auch nicht mehr runter. Es wird Zeit, dass der Steier frei wird, aber der wird erst frei, wenn Bullendorf fertig ist. Und deswegen haben wir jetzt noch mal Großkampf im Bullendorf die nächsten zwei Tage. Und jetzt holen wir uns mal schnell den Ballen auf den Polaris. Nun ja, wenn man die Federung ein bisschen härter einstellen würde, denke ich, würde das ein bisschen mehr Spaß machen. Denn ja, er ist schon ziemlich eingesackt. Aber man kann noch damit fahren. Jetzt aber nicht Offroad, sonst schlägt er durch. Jetzt müssen wir schön gediegen quasi den Feldweg hinterfahren und schauen, dass man nicht so tief einfedert hinten. Jo. Hält auch schön stabil. Dadurch, dass dieser Bed-Extender drauf ist, der sorgt dafür, dass er wirklich echt nicht weg kann, der Ball. Und da liegt er super auf. Und dann fahren wir den jetzt mal hin. Wie matschig das da überall ist. Ja, jetzt den kleinen Schlepper holen, den kleinen New Holland und dann den in die Raufe packen. Und wie gesagt, den Steier möglichst schnell betriebsbereit kriegen, weil das ist dann eigentlich Steieraufgabe, dann kann man das in einer Fuhre machen.
So, gleich mal die Batterie getauscht, denn bei den Temperaturen und fehlender Sonneneinstrahlung sind die natürlich schnell platt, ne? Einmal nachladen. Passt. Ja, das muss man jetzt einmal die Woche machen in der dunklen Jahreszeit, aber das ist kein Problem. Da müssen wir schauen, dass man die Batterien rechtzeitig heimkriegt, dass wir ein oder zwei volle daheim stehen für alle Weideflächen. Jetzt haben wir 10 kV drauf, Bullen fressen, Wasser fließt, wunderbar. Und jetzt widmen wir uns mal wieder unserem Lieblingsprojekt aktuell. Wir räumen Pullendorf. Mahlzeit, die Herrschaften. Das war jetzt eine unnötig komplizierte Fütterung. Naja, gut. Wir wissen ja, dass es nicht von Dauer ist, aber das hält schon auf, ne? Für einen Ballen jetzt hin und her und ja. Dann, das ist jetzt kompliziert, habe ich ja gar nicht gezeigt. Dann war die Ballenzange eingebaut, da stand eine T6 davor. Also T6 aus der Halle raus, vom Ballenzange anbauen. Dann hat die nicht gescheit gekuppelt. Dann musste man den noch tanken. Und jetzt haben wir den Ballen drin. Halleluja! Heute ist Sonntag. Wir hatten wieder ein bisschen Schnee. Es hat minus 2 Grad, also ist alles schön fest. Ideal, um da unten die Zaunpfosten rauszuziehen. Denn man sieht was, es ist hell, ich habe Zeit und der Boden ist fest. Also super Voraussetzungen. Aber das Tor ist zugefroren. Da brauchen wir beide Hände. Weil sonst ist da außer Backen aufgeblasen. Nicht viel passiert. So. Herzlichen Glückwunsch. Stärker wird des Mannes Kraft, wenn der Hauer mit dem Hebel schafft. Jo. Machen wir ein bisschen fest da unten. Dann kann ich ein bisschen mit der Schaufel rausziehen, dass ich morgen wieder davor stehe. Das ist ärgerlich auf die Dauer. Ah, Power. Und den lassen wir sicherheitshalber da draußen stehen. Kann man gut gebrauchen. So, Steierchen. Ich habe ja auch beschlossen, dass wir vielleicht mit der Heckhydraulik heben. Ich glaube, das habe ich aber schon erzählt. Weil wir da einfach viel mehr Power haben und die Vorderachse nicht kaputt machen. Und nächste Woche bauen wir dann noch die Scheibe ein. Dann ist der auch wieder winterfit soweit. Jetzt müsst ihr noch wissen, wo ich meinen Schlüssel habe. Meine CNH Universalschlüssel. Gehen wir schnell raus. Das ist nicht gut, wenn wir gleich so viel Energie verbrauchen. Die Batterie ist uns platt. Mal vorglühen lassen. So, erwache! Oh,
Ding wieder, sehr gut. Dann gehen wir hinten mal dran. Die Aggerschiene bauen wir dran. Ziehen wir mal einen Pfosten noch mal raus. So, blauen. So. Die Gewicht setzen wir noch ab. Und die Schiene muss dran. Schauen, ob es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sieht man was? Jawohl. Ich hoffe, dass der Schlung hält. Ich weiß nicht, wo mein anderer ist. Was sieht denn der aus? Eineinhalb Tonnen. Naja, das würde er schaffen. Erinnerung, ich hole meine verdrehsichere Aggerschiene, dann habe ich das Problem nicht mehr. So, jetzt mit etwas mehr Hirnschmalz, verdrehsichere Aggerschiene. Und Nummer 2, Attacke. Rausheben und aufladen. Und dass wir im Schnee auch stehen, lassen wir ihn einfach so stehen. Den kann man mit dem Frontlader hochnehmen und ja, auf die Palette laden und dann auf den Hänger. Der Rückewagen wäre natürlich auch gut gewesen, wenn ich den mit rüber genommen hätte. Aber ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu weich. Also so ganz durchgefroren ist der Boden hier noch nicht. Ne? Aber das ist schon mal gut. Den fetten Oschi jetzt schon mal rausgezogen. Jetzt haben wir vorwärts noch 4, 5, 6 kleinere. Und da unten wieder in der Ecke was Großes. Dann machen wir heute noch raus. Dann ist das schon mal geschafft. Na, der soll sich jetzt nicht großartig wieder nehmen.
für eine kleine Sonntagsvormittagsaktion. Was ist doch da noch ganz erfolgreich. Eine Zaunstrecke schon mal abgebaut. Pfosten bereitgelegt. Die können wir alle nochmal verwenden. Diese Motoren sind alle erhalten geblieben. Die, ja, die waschen wir. Die liegen eh dann draußen, werden abgewaschen vom Regen. Und die köpfen wir dann im Januar, wenn das Wetter das zulässt, in der neuen Fläche rein. Und dann haben wir den Zaun quasi 1:1 wieder aufgebaut und gewissermaßen recycelt. Optimal sollte sein. Mein Wolfschutzzaun ist mit 10 Jahren Nutzung gebunden. Schließlich wurden solche Zäune oder sind solche Zäune gefördert worden. Oh, und deswegen können wir die nicht einfach stehen lassen oder verkaufen oder sonst was, sondern die müssen wir mitnehmen, abbauen und wieder aufbauen. Dann sind sie ihrem festgeschriebenen Zweck wieder zugeführt worden. So, jetzt gucken wir mal, was das Viehzeug noch ein bisschen so spricht. Aber erstmal gibt's das Wichtigste am Sonntag, Mittagessen. Dann haben wir natürlich auch noch jede Menge Unrat über ein paar Jahre angesammelt, was ja völlig normal ist und gerade auch auf dem Hof. Und dafür haben wir dann 2 Container organisiert. Die Chefin hat es organisiert mit jeweils 7 Kubik. 7 Kubik Gemischtabfall. Ja, das wird man alles wegkriegen, inklusive Silofolien, Schrottteile. Wir haben gerade gesehen, ganz hinten im Eck, da steht das so Pavillon. Der hat 5 Minuten gelebt. Der wurde aufgebaut, dann kam der Windstoß, dann hat es ihn zerfetzt. Die ganzen Gestänge sind geknickt und sowas hebt man natürlich auf. Ne? Und sowas muss halt jetzt auch irgendwo mal entsorgt werden. Und dafür haben wir jetzt 2 wunderschöne Mulden und so langsam lichtet sich der Nebel am Horizont. Heute ist Montag und Montag früh haben wir jetzt gleich mal genutzt, dass wir eine Stunde Zeit gefunden haben und schon mal von der großen Herde die Glocken entfernt haben. Schon deutlich ruhiger. Bei den Mutterkühen sind noch 2 drin mit kleinen, die lassen wir aber erstmal noch. Die stressen wir jetzt nicht in Fangstand rein. Norbert misst das jetzt einmal gleich aus, lässt die große Herde auf die Weide raus, die haben gefressen. Und ich kümmere mich um die Direktvermarktung. Wir müssen den Onlineshop bestücken, wir müssen die Dorfladenbox bestücken. Und frische Wurstware muss auch in den Rauch. So, das heißt einmal umziehen, sauber machen und dann geht's in die Vermarktung rüber. Ja, man merkt natürlich gleich, dass es deutlich ruhiger ist im Stall. Das hört man so eigentlich gar nicht mehr, wenn man es jeden Tag hört. Man ist es so gewohnt von einem Glockenklang. Und wir waren dieses Jahr relativ spät dran, die Glocken rauszunehmen. Normalerweise macht es Norbert immer, wenn er sie eintreibt, in den Stall. Aber nachdem ja der Hauer dieses Jahr mit seinem Scheiß noch dazwischen kommt, ist da der Zeitmangel natürlich immens. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und dann geht die andere Gruppe auch noch hoch. Da sind auch noch 4 oder 5 Glocken drin. Und dann ist da still und Ruhe im Stall. Unglaublich, was da an Masse zusammenkommt. Ne? Darf man nicht unterschätzen, was wir am Mist im Jahr haben. Aber das ist halt unser Wirtschaftsdünger. Ne? Das ist hier ganz wichtig, wir dürfen nichts anderes ausbringen. Und davon haben wir genug. Müssen wir schauen, die Matratze, die war schon ziemlich hoch. Man muss halt die Matratze rausnehmen, damit sie dann nicht so hoch ist, dass sie über das Fressgitter drüber steigen.
Und ja, Norbert hat einmal den großen Mistag gemacht, einmal drüben raus, einmal in der Mitte raus und jetzt einmal die kleine Box noch raus. Und ja, ich verfahre es noch schnell. Vielleicht können wir dann doch ein paar Minuten gewinnen, wenn ich es noch schnell wegfahre. Dann kann ich dabei lockern. Und wenn ich wieder da bin, gleich wieder drauf schmeißen, dass es nahtlos weitergeht. Ne? 16 Tonnen kriegt die Mulde drauf. Und die 16 Tonnen sind unglaublich schnell voll. Vom Rauminhalt her. Wie viel Kubikmeter hatten die Tonne? Die Mulde. Die Tonne, die Mulde. Völlig wirr heute wieder. Ja, ich habe vorhin noch meine Steuertür geholt. Die werde ich heute auch noch einbauen. Also das sehen wir jetzt dann wahrscheinlich gleich im Anschluss. Sondern nur von der Gesamtmasse von der zulässigen. Was wäre denn das sein? 20 Kubik? 20 Kubik Mulde? So sind die Dreh. Auf jeden Fall das, was ihr da rausholt. Für 4 Schaufeln davon habe ich drin im Bulldorf im Minilader 3 Stunden gebraucht. Und eine Matratze steht mir noch bevor. Ne? Leider kann ich da nur mit dem kleinen Lader reinfallen. Damit wäre es der Spaziergang. So, jetzt baue ich mir gerade die neue Türe ein. Einmal Dichtungsgummi außenrum. Und dann haben wir einen schönen Durchblick. Ich finde, das ist auch sehr viel effektiver als Scheiben putzen, oder? ja, wenn es nicht so traurig wäre, wenn es natürlich die dritte Tür wäre. Nee, aber kriegen wir hin. Bauen wir ein. Ein bisschen Licht macht. Vielleicht stellen wir die Kamera noch ein bisschen heller, dann könnt ihr auch was sehen. Ja, warum mache ich einen neuen Gummi dran? Weil im alten Gummi, in der Sicke, ist eine Klemmschiene drin. Da hängen natürlich die alten Scherben drin. Und ja, die rauszukriegen, ist Ding der Unmöglichkeit, weil sich das drin verkeilt in dieser Klemmschiene. Deswegen einmal neuer, schicker Gummi drauf. Schauen, dass der überall passt. Den Stoß oben drauf, denn oben ist ein Dach übersprungen, da haben wir hier keine Feuchtigkeit drauf, denn an der Schnittkante kann natürlich innen dieses Metall in dieser Klemmschiene auch rosten. Habe ich bei der letzten gelernt und deswegen wird die noch besser montiert. Ist doch super, hat doch auch seine Vorteile, oder? Ja, man traut sich das sogar nicht richtig festziehen. Ich habe Angst, dass es eben unter der Spannung gleich wieder die Scheibe zerreißt. Ne? Ich schraube es jetzt einmal so halb handfest, hänge es ein, richte es aus und dann schlage ich nochmal nach, was da die Drehmomente sind. Und dann machen wir das mit dem Drehmomentschlüssel. Puh. Ich habe 1200 Puls, ja. Von der Aufregung, dass ich schon wieder eine kaputt mache. War deutlich einfacher wahrscheinlich. Jo, da ist sie drin.
Einkenk gesichert, alles mal festgezogen und schließt. Besser als neu. Man merkt halt, inzwischen hat er Erfahrung, der Hauer. Schließt schön dicht. Einziges ist, man hat immer noch diesen Gegendruck beim Schließen, massiv, weil die Kabine so dermaßen abgedichtet ist überall, dass man da echt die Luft verdrängen muss. Aber so hat man keinen Schuss, ganz leicht. Man merkt richtig, wie man gegen Luftdruck anarbeitet. Und dann macht es von wupp. Und man hört es richtig, wie die Luft von der Frontscheibe herausgedrückt wird. Ist halt sehr dichte Kabine, ne? Eigentlich der ideale Ackerschlepper. Ach schön, ich krieg mich nicht mehr ein. Dann räumen wir jetzt mal das Werkzeug weg. Und dann schauen wir, ob wir da Pullendorf wieder hochkommen. Da ist nämlich Schneechaos. Jetzt habe ich gerade gesehen, der Winterdienst ist runtergefahren. Also man sieht, es ist alles furchtbar seifig. Mal schauen, was der Chimney kann. Der Winterdienst ist gerade runtergefahren, aber ohne Räumschild. Nur Salz gestreut. Ja, gucken wir halt mal, ob es das Salz jetzt rausreißt. Ich glaube nicht. Da hätte es vielleicht mal ein Schild gebraucht. Na, bloß vielleicht. So, alles aufräumen. Das gehört runter. Das bleibt hier oben. Das gehört ein Schlepper. Im Schlepper muss immer Werkzeug da sein. Schlüssel in jeder Größe, Zangen, Hammer. Hammer ist das Stichwort. Wo sind die? Den habe ich vorhin weg. Hammer und natürlich Schraubenzieher in allen Varianten. So dass man unterwegs auch mal schnell eine kleine Reparatur oder eine Flickschusterei, ein Provisorium einfach mal hinrotzen kann. Ne? Okay, so aufräumen und dann wieder zurück nach Hause, nach Schrenkersberg. Einen schönen guten Morgen. Es ist heute Dienstag. Dienstag, Stallroutine, beziehungsweise wird er noch sauber ausgefressen. Da liegt noch was und wir mischen heute Nachmittag dann. Eingestreut ist, alles sind soweit wohl auf. Das ist schön. Draußen liegt noch ein bisschen was von diesem rutschigen weißen Zeug. Und aber mit Plusgraden. Und das ist nicht sehr schön. Denn bei Plusgraden schmilzt das Ganze und fließt einmal quer am Stall vorbei. Und macht wieder riesen Sauerei. Aber das sind wir ja gewohnt. Deswegen wäre dann schön, wenn wir wirklich Frost hätten. Hopp rein mit dir. Da haben wir jetzt schon aufgebaut. Wir fahren heute wieder einen Schlachttransport. Norbert holt gerade den Hänger. Hopp ab. Rein mit euch. Raus seid ihr auch, also muss auch wieder reingehen. Hopp, du auch. Sehen, wie es der Kumpel macht. Auf geht's. Super. Yeah. Hinten geht wieder Kuhnet aus dem Weg und die gute Amy kommt nicht vor. Er beschwert sie sich. Jetzt machen wir den Norbert auf. Dann kann er mal mit seinem Hängerchen nachher fahren.
Schmierer frei. Ja, schmiert ein bisschen, aber für einen echten Profifahrer kein Problem, ne? So, jetzt machen wir hier noch schnell klar Schiff. Und dann kriegen die Heilenfersen noch schnell noch Heuballen. Denn dann geht es bei mir heute wieder wirklich um die Wurst. Ich werde heute Salami und Seufzer und alles, was das Material hergibt, machen. Denn bei uns ist das Weihnachtsgeschäft am Start, wie man so schön sagt. Wir haben jetzt ein paar Weihnachtsmärkte vor uns. Und da brauchen wir natürlich dementsprechend Material. Und was geht am besten auf solchen Märkten? Robustware, genau. Salami, mediterran, Chili-Seufzer, Pfefferbeißer, Knoblauchseufzer. Das ganze gute Zeug, was ihr eben auch bestellt. Und für morgen haben wir dann wieder einen ganz großen Versandtag. Denn wir hatten ja Frisches vom Highlander und haben, glaube ich, sogar noch Frisches vom Highlander. Wenn, dann aber nicht mehr viel. Und ihr habt bestellt wie die Verrückten. Das heißt, morgen ziemlich früh mit dem Versand starten, dass ich morgen tagsüber auch noch die Großbaustelle Pullendorf ein bisschen bespaßen kann. Wird alles werden. Alles echt eng getaktet, aber wenn der Dezember rum ist, dann haben wir es endlich geschafft. Ja, gut, dass wir da gleich früh nochmal hergefahren sind, denn die Litze ist so locker, dass dieser ultra bleischwere, feuchte, ziemlich nasse Schnee, der jetzt da wegtaut, die Litze so runterdrückt, dass er da hinten am Boden liegt. Lass mich schauen, ob überhaupt noch was drauf ist. 8,5, komischerweise, ja. Aber das ist nicht gut für die Batterie, die saugt es mir dann leer. Deswegen gehen wir da einmal schnell rein. Diese klopfen wahrscheinlich auch einmal dagegen, müsste wahrscheinlich auch reichen. Ah, ist das nass alles, ey. Nee, tut's nicht. Das ist so fest drauf. Da müssen wir rein. Da müssen wir das Gerät schnell vom Netz nehmen und die Litzen nachspannen. Das schaut nicht gut aus. Ja, da merkt man richtig, wie viel Gewicht da drauf ist. Diese Litzen sind komplett ummantelt mit diesem halbgeschmolzenen Schnee. Und jetzt zieht es richtig runter, wie man so sieht. Zack. Da nützt wahrscheinlich aus Nachspannen nichts bei dem Gewicht. Ist halt der Nachteil der Softlitze. Ne, Ferdinand. Alles gut. Ja, mit der Radlitze, der ist das völlig egal. Aber das hier ist schon heftig, ne? Das müssen wir am Ende mal ein bisschen nachspannen. Ferdl. Ja, da wird es erst mal anders, wenn du herkommst und merkst, Litze hängt am Boden. Man ist halt einfach viel zu schreckhaft als die, Alter, oder? Ja, ihr braucht auch einen Ballen, oder? Heute Nachmittag zieht es ein bisschen an. Da ist der Boden ein wenig fester, da komme ich dann rüber gefahren. Könnte dabei das wegknuspern, was da noch drin ist. Achtung. Ach ja, da habt ihr noch ein bisschen Nachmittag. Stellen wir es nicht, aber heute Abend fahren wir mal rüber, ne? Das ist
dreckigste Wetter überhaupt. So, einmal rundum gegangen, den Zaun ein bisschen nachgespannt. Ja, da müssen wir das Pullendorf noch ein paar Pfosten mitbringen und die langen Abstände zwischen den nochmal mit Pfosten versehen. Da vorne ist ja ein kleinerer Baum, der scheinbar unter der Schneelast und dem weichen Boden ein bisschen nachgibt und komplett über dem Weidezaun hängt. Muss ich jetzt mal mit dem Norbert rausfinden, wem der gehört, und den mal informieren, dass wir den schleunigst entfernen, bevor der nachts auf den Zaun knallt, der Zaun durchreißt oder kein Strom mehr drauf ist, wenn er drauf liegt, und die Tiere überall rumhantieren. Nee, gibt Schöneres. Ich glaube, das lässt sich vermeiden. Dann nehmen wir mal, dass wir den Baum da wegnehmen. Zur Not fahren wir selber mal schnell mit dem Rückwagen her. Hängt ja über unserem Zaun. So, Dienstag, ich bin raus aus der Direktvermarktung. Hab nochmal kräftig Wurst gemacht für die Weihnachtsmärkte. Fahr jetzt zu den Mutterkühen. Wasser nachfüllen, Futter kontrollieren. Bisschen mithelfen beim Futter bestücken. Da gibt's einen Radlader, den muss man zu zweit sehen, dass der jetzt startet. Und der Norbert ist dankensweise, und der Norbert ist dankenswerterweise jetzt gleich nochmal meine Fersenfütterung gefahren, denn der hat gerade einen Stall noch gemacht. So kann ich noch aufbrechen und ein bisschen Restlicht. Es hat deutlich angezogen von der Temperatur. Also wir haben jetzt Minusgrade, heute früh war noch, ja, Tauwetter. Und so soll es jetzt erstmal bleiben. Das hat Vor-, aber auch Nachteile. Aber halt wie jede Wetterlage, ne? Vorteil ist, wir haben immer so viel Dreck. Alles ist fester und befahrbarer. Das lässt schon mal sehr viel besser zu, dass wir da das Viehzeug versorgen. Gut, so. Das Chimney-Mobil ist startklar. Dann geht's los. Im Dunkeln, vielleicht sieht man ja was. Die sind gerade ausgesperrt, deswegen gibt's ein Mordsgeschrei. Genau, da wollen wir beim Thema werden. Und da in die Raufe soll jetzt der frische Heuball rein. Unten läuft gerade das frostsichere Tränkefass voll. Man muss sagen, da um die Raufe rum ist der Boden unglaublich fest. Hätte ich nicht erwartet. Aber da ist, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ein Unterbau aus Schotter drin, ein Weg, Alter. Und ja, das macht das Ganze begehbar und dann jetzt auch befahrbar. Denn vom hiesigen Hof wird mit dem Radlader Bioheu in die Raufe gebracht, so damit unsere Damen nicht weiter schimpfen müssen und wieder dem Hungertod von der Schippe springen können. Jetzt sei nicht so kamerascheu. Du machst eine gute Figur bestimmt auf der Kamera. Geht noch? Ja, jawohl. Super, glaub an dich. Jawohl. Ein Traum. Leck mir was. Hat eine Doppelknotenbindung oder was? Ah, scheiße, Doppelknotenbindung. Ah, zum Glück noch nicht durchgezogen. Passt. Dann machen wir hier den Cut. Hör doch auf, dich zu beschweren. Es gibt doch genug zu fressen.
zur Freifahrt nach Kulmbach. Das ist der Hauptbereich sonst. So, die mittleren zwei Schnüre lassen wir dran, weil der gute Hugo sonst mit dem Kopf reingeht und alles durch die Gegend schmeißt. So haben wir ein bisschen Kompaktheit gewonnen. Die kann man dann morgen runternehmen. Und dann bleibt der Ballen auch länger einballen. Schau, schon schonen. So, da wollen wir mal das Buffet eröffnen, meine Lieben. Dann geh halt vor, wieder kauen, aber das hat das Maul nur voll und schreit. Das, wenn er einfach hingeht und frisst, dann ist so alles schick, oder? Auf geht's. Folgt mir für mehr Infos. So, die Versorgung jetzt von der Mutterkuhherde auch geschafft. Der Schneepflug fährt auch gerade noch mal bei uns vorbei. Und jetzt stehe ich im Dunkeln. Genau jetzt. Ja, vorhin hat es den Chimney mal ein bisschen die Hinterachse weggezogen. Als voller Fahrt auf der Landstraße. Da war wohl irgendeine Eisplatte. Zum Glück konnte ich dann noch schön gegenlenken. Man ist ja inzwischen ein bisschen Offroad-Gelände und ja, Grenzbereich erfahren. Konnte man wieder einfangen. Trotzdem hatte man einen Flattermann. Alles gut gegangen. Safety first. Immer schön sicher fahren. Ja, euch wünsche ich auch sichere Fahrt und dass wir uns beim nächsten Mal dann auch wiedersehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn ihr es nicht gemacht habt, sehr gerne ein Abo und kommentiert, was das Zeug hält. Ich werde mir morgen Abend sicherlich mal wieder Zeit, in den Kommentaren zu beantworten. Dann sehen wir uns beim Sonntagsvideo. Dann bitte gesunde Munter und in alter Frische. Bis dahin, macht's recht gut. Servus und Ade.